Pfleger wie Pflegebedürftige haben es nicht leicht. Viele Hürden gilt es in Pflegesituationen zu überwinden. Damit es aber nicht an mangelndem Wissen oder fehlender Information scheitert, wurde die Initiative Zukunft Pflege ins Leben gerufen. Eine Initiative, die im ganzen Land Salzburg unterstützend wirken soll. Um Pflegenden und Zupflegenden unter die Arme zu greifen, wurde die Initiative Zukunft Pflege ins Leben gerufen. Vielerorts gibt es einen eklatanten Informationsmangel, was die rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft. Außerdem sollen Tipps und Anregungen gegeben werden, damit man in Pflegesituationen richtig auf neue Umstände reagiert. Ich glaube, dass diese Hilfestellung, wie können wir Menschen in einer ganz schwierigen Situation ihres Lebens helfen, entscheidend ist und dazu dient diese Initiative. Und wir gehen durch fast alle Gemeinden des Landes, es werden sicher 70, 80 Gemeinden sein. Und das Interesse heute hat eigentlich eindrucksvoll bestätigt, da gibt es einen enormen Bedarf. Aber die Initiative Zukunft Pflege ist keine reine Informationsveranstaltung. Andererseits ist es auch der Sinn, dass pflegende Angehörige, die in dieser Situation sind, auch Rat erhalten, Tipps erhalten, auch wirklich auch gesehen werden. Und auch das ist ein Thema in der Pflege, nämlich gesehen werden, die Tätigkeit, die Leistungen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil da geht viel eigentlich unter, was es nicht darf. Ein Pflegefall kann jeden treffen und das jederzeit. Auf diese Gefahr will man mit der Initiative nicht nur hinweisen, sondern auch die nötigen Informationen über die vielfältigen Möglichkeiten in der Pflege hinweisen. Als da wären Tagesbetreuung, betreutes Wohnen, Haushaltshilfe, Hauskrankenpflege, Palliativbetreuung, Hospiz, Essen auf Rädern, soziale Beratung und vieles mehr. Zu all diesen Themen kann man sich beispielsweise beim Salzburger Hilfswerk informieren lassen. Plötzlich steht man vor der Situation so, jetzt brauche ich Hilfe. Und dann ist es oft sehr schwierig für die Leute zur Information so schnell zu kommen, dass sie sich auch rasch Hilfe holen können. Und das ist einfach die Anregung, rechtzeitig sich darum zu kümmern, wo kann ich mir Unterstützung holen und gesetzt im Fall, ich brauche Betreuung und Pflege, an wen wende ich mich? Und die kriegt man bei euch? Die kriegt man natürlich auch bei uns. Wir sind im ganzen Bundesland vertreten. In jedem Bezirk gibt es mindestens ein Familien- und Sozialzentrum und dort kann man sich Unterstützung und Informationen holen. Wichtig ist rechtzeitig, um Pflegegeld anzusuchen. Anspruch darauf hat jeder, der aus gesundheitlichen Gründen einer Pflege bedarf und dieser Zustand mindestens 6 Monate andauert. Pflegegeld wird in 7 Stufen unterteilt. Bei der Stufe 1, bei mehr als 60 Stunden monatlichem Pflegebedarf, erhält man 154,20 Euro. Bei Stufe 2 mit mehr als 85 Stunden 284,30 Euro. Bei über 180 Stunden Pflegebedarf im Monat fällt man unter Stufe 5, 6 oder 7. Bei der Notwendigkeit dauernder Bereitschaft einer Pflegeperson erhält man 902,30 Euro. Bei der Notwendigkeit einer Tag- und Nacht anwesenden Pflegeperson 1242 Euro. Und bei einer vollständigen Bewegungsunfähigkeit des zu Pflegenden erhält man 1655,80 Euro Pflegegeld monatlich. Die Initiative Zukunft Pflege soll in die meisten Gemeinden des Landes kommen. Interessierte und Betroffene werden ermutigt, vorbeizuschauen. Natürlich möchte man mit diesen Veranstaltungen die Menschen auch ermutigen, dass sie die vielen Angebote, die es gibt, auch nützen und sich einfach auch trauen, so wie bei der Pflege nächster Angehöriger, dass man sie einfach auch ermutigt und hinweist, da gäbe es eine 24-Stunden-Kurzzeitpflege, die man sich für 14 Tage ins Haus holen kann, weil wer weiß denn das schon? Und mit dieser Veranstaltung dann einfach auch ermutigen, dass sich die pflegenden Angehörigen darüber trauen und wirklich auch hinausgehen mit ihren Wünschen, mit ihren Bedürfnissen. Mit dem Auftakt in Bergheim zeigt man sich zufrieden. Ja, also es hat die Erwartungen übertroffen und vor allem die Qualität der Vortragenden, das ist wirklich enorm und beeindruckend. Also es war sicher eine super Veranstaltung und die Leute, die da genommen haben, sehr viel Information mitnehmen können. Wann die Initiative Zukunft Pflege auch in Ihre Gemeinde kommt, erfahren Sie auf der Homepage der ÖVP Salzburg. Also hingehen und beraten lassen.